Wir begrüßen Sie herzlich zu diesem Gottesdienst heute. Neben mir steht mein Kollege Pastor Martin Pommerining. Und neben mir die Kollegin Pastorin Barbara Sübtitz. Unsere Küster haben uns die Kirche feierlich vorbereitet für diesen Gottesdienst. Wir danken Helga Priebsch. Und es ist wie immer uns in diesem Gottesdienst, dass die Hygieneregeln gelten, die wir beachten müssen. Daher können wir leider nicht singen. Aber Henning Münter an der Orgel und Ursula Naumann nehmen uns mit hinein in den Klang und in die Worte der Musik. Herzlichen Dank. Und unser Kollege Pastor Diethelm Schark hält heute die Predigt. Das Leitwort für diesen Gottesdienst am Reformationstag ist: Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Welcher ist Jesus Christus? Aus dem 1. Korintherbrief im 3. Kapitel, der 11. Vers. So lasst uns diesen Gottesdienst feiern. Im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Worte des 46. Psalms beten. Lasst es uns so tun, dass diese Seite, die Kanzelseite mit mir, die links stehenden Zeilen spricht und die Seite, auf der die Taufe steht, mit Pastorin Sübtitz, die eingerückten Zeilen. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke. Eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Darum fürchten wir uns nicht, wenngleich die Welt unterginge und die Berge mitten ins Meer senken.
wenngleich das Meer wütete und wallte und von seinem Ungestüm die Berge einfielen. Dennoch soll die Stadt Gottes fein lustig bleiben mit ihren Brünnlein, da die heiligen Wohnungen des Höchsten sind. Gott ist bei ihr drinnen, darum wird sie fest bleiben. Gott hilft ihr früh am Morgen. Die Völker müssen verzagen und die Königreiche fallen. Das Erdreich muss vergehen, wenn er sich hören lässt. Der Herr Zebaoth ist mit uns. Der Gott Jakobs ist unser Schutz. Kommt her und schauet die Werke des Herrn, der auf Erden solch ein Zerstören anrichtet. Der den Kriegen steuert in aller Welt, der Bogen zerbricht, Spieße zerschlägt und Wagen mit Feuer verbrennt. Seid stille und erkennet, dass ich Gott bin. Ich will der Höchste sein unter den Völkern. Der Herr Zebaoth ist mit uns. Der Gott Jakobs ist unser Schutz. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Kyrie eleison. Herr, erbarme dich. Christe eleison. Christe, erbarme dich. Kyrie eleison. Herr, erbarm dich über uns. Ehre sei Gott in der Höhe. Allein Gott in der Höhe sei er und Dank für seine Gnade. Darum, dass nun und nimmermehr uns rühren kann kein Schaden. Ein Wohlgefallen Gott an uns hat, nun ist groß Fried und Unterlass, Allfried hat nun ein Ende. Lasst uns beten. Barmherziger Gott, deine Kirche kann ohne dich nicht unversehrt bestehen. Reinige und erneuere sie immer wieder. Erfülle sie mit deinem Geist und leite sie durch die Anfechtungen der Zeiten hindurch. Das erbitten wir auch für uns hier in Oldesloe, in unserem ganzen Land, inmitten aller Herausforderungen unserer Gegenwart, damit wir als deine Kirche auch heute neu und glaubwürdig dir vertrauen und nachfolgen. Durch unseren Herrn Jesus Christus, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Hört die Epistel für den Reformationstag im Brief des Paulus an die Römer im 3. Kapitel. Nun aber ist ohne Zutun des Gesetzes die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, offenbart, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Ich rede aber von der Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben an Jesus Christus zu allen, die glauben. Denn es ist kein Unterschied. Sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhms, den sie vor Gott haben sollten, und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Den hat Gott für den Glauben hingestellt zur Sühne in seinem Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit, indem er die Sünden vergibt, die früher begangen wurden, in der Zeit der Geduld Gottes, um nun in dieser Zeit seine Gerechtigkeit zu erweisen, auf dass alle gerecht seien und er gerecht mache den, der aus dem Glauben an Christus Jesus ist. Amen.
Als Evangelium hören wir für diesen Gottesdienst aus dem Matthäusevangelium im 10. Kapitel die Verse 26 bis 33. Es geht um Menschenfurcht und Gottesfurcht. Denn es ist nichts verborgen, was nicht offenbar wird, und nichts geheim, was man nicht wissen wird. Was ich euch sage in der Finsternis, das redet im Licht. Und was euch gesagt wird in das Ohr, das verkündigt auf den Dächern. Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, doch die Seele nicht töten können. Fürchtet vielmehr den, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle. Verkauft man nicht zwei Sperlinge für einen Groschen? Dennoch fällt keiner von ihnen auf die Erde ohne euren Vater. Bei euch aber sind sogar die Haare auf dem Haupte alle gezählt. Darum fürchtet euch nicht, ihr seid kostbarer als viele Sperlinge. Wer nun mich bekennt vor den Menschen, zu dem will ich mich auch bekennen, vor meinem Vater im Himmel. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den will ich auch verleugnen vor meinem Vater im Himmel. Lob sei dir, o Christe. Auf diese Worte antworten wir mit unserem Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Ich grüße euch und Sie hier in der Kirche und genauso zu Hause mit dem Motto: Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn Sie vorhin auf den Kirchberg gekommen sind, haben Sie natürlich diesen wundervollen Baukran am Kirchberg gesehen. Am Fuße des Berges wird nun gebaut. Die einen sagen schön, die anderen sagen naja. Jedenfalls geht's weiter, dachte ich eine ganze Zeit, und dann wunderte ich mich, da tummeln sich zwar immer Bauarbeiter, aber irgendwie sieht man keinen Fortschritt. Wer mich kennt, der weiß, ich schnack ja so gerne. Also bin ich dahin, hab gesagt, sag mal, macht ihr hier gar nichts? Die haben gelacht und gesagt, wer ich überhaupt bin, ich habe ihnen das erzählt, ach so. Ja, haben die gesagt, wir müssen erstmal die Bodenplatte schütten. Da kommt es nämlich drauf an. Das ist ein sehr mooriger Untergrund. Man kann da entweder fest gründen mit Pfählen oder, wie gesagt, schwimmend verliegen. Also eine Bodenplatte. Und da kommt es auf wirklich kleinste Genauigkeit an, damit nachher der Bau, der ja relativ groß und schwer wird, dann auch wirklich sicheren Stand hat. Da fiel mir was ein, was wir vor einiger Zeit im Konfirmandenunterricht gemacht haben. Kriegen Sie keinen Schreck, ich muss mal kurz was aufbauen. Das ist gar nicht so einfach. Aus diesen Hölzern einen Turm zu bauen. Und Sie merken schon, Sie kennen vielleicht das Spiel von zu Hause. Einige sagen, ach, das ist doch Jenga, klar. Da muss man sehr genau bauen. Dieser Turm ist nämlich extra für Gruppen, sehr schön groß. Und wenn man nicht genau baut, unten im Fundament, dann fällt einem das Ganze früher oder später auf die Füße. Sie sind so schön andächtig, ich habe noch ganz viele draußen. Ich könnte jetzt wirklich einen ganz hohen Turm bauen. Aber ich glaube, Sie haben das Prinzip verstanden. Das ist für Konfirmandenarbeit, Turmbau zu Babel. Wann bricht was zusammen? Worauf gründen wir? Er ist sehr groß und eindrucksvoll, und dann beginnt es halt. Man zieht die Hölzer heraus, die nicht so ganz fest sind, und bei dem es umfällt, der hat verloren. Ich finde ein schönes Bild für das Bibelwort des Tages. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Ein Satz des Paulus aus dem 1. Korintherbrief, und Sie wissen alle, dort in der Gemeinde gibt es Streit und Stress. Es geht um die Frage, was ist die Basis? Worauf fußt, was wir hier glauben? Worauf fußt, was wir hier glauben? Was ist Ihr Fundament? Was gibt Ihnen letztlich die Kraft und die Autorität, dass aus Ihrer ganz persönlichen Meinung eine Wahrheit wird?
Am Reformationstag geht der Blick zurück, immer wieder. Und da taucht dann dieser Martin Luther auf, Professor für Theologie an der Universität zu Wittenberg, der diese Erkenntnis des Paulus wiederentdeckt und in Gedanken formuliert, die letztlich zur Entstehung unserer Kirche führen. Martin Luther, der, so erzählt man sich, vor Gott, Kaiser und Reich auf dem Reichstag zu Worms gestanden hat mit den Worten: Hier stehe ich, ich kann nicht anders. Wobei, das sei schon erwähnt, wahrscheinlich er das so gar nicht gesagt hat, Teil nachträglicher Legendenbildung, aber egal. Martin Luther, der übrigens 15 Jahre davor gesagt hat, bei einem Blitzgewitter in Stotternheim in Todesangst: Anna, hilf, ich will ein Monk werden, ein Mönch. Der in der Todesangst diese Worte sprach und immer wieder zerrissen ist zwischen persönlicher Anfeindung, zwischen Angst, Versagensangst, auf dem falschen Weg zu sein, und der dann immer wieder diese fundamentale Stärke gewinnt. Ja, gerade weil es seine persönliche Frage ist: Was trägt dich? Und weil er sie existenziell mit eigenem Schweiß und eigenen Tränen beantwortet, glaube ich, hat sie ihre Kraft entfalten können, bis heute. Die biblische Entdeckung durch diese Brille gewinnt nochmals Glaubwürdigkeit. Nicht durch Werke, sondern durch Glauben. Nicht durch Leistung, sondern im Vertrauen. Nicht durch das Tun, sondern in der Liebe liegt die Antwort. Mit dem Namen Martin Luther ist seither verbunden, was auch heute absolut aktuelle Frage ist, dringend notwendig. Was ist das Fundament, wenn die Welt ins Chaos taumelt? Was trägt im Durcheinander der Fake News und Breaking News? Was ist die Grundlage, mit der wir unsere Entscheidung fällen? Worauf gründet das? Immer andere Fragen, andere Blickwinkel und eine Antwort. Das heißt, es gibt viele Antworten, wenn man genau ist. Eine Antwort habe ich als Kind sozusagen mit der Muttermilch bekommen. Fundament ist Arbeit. Meine Eltern haben gearbeitet. Die wussten, wovon sie sprachen. Du musst dich anstrengen in der Schule, im Beruf, und dann wirst du was. Ich bin ein Kind der 60er Jahre, Wirtschaftswunder. Und ich bin als Student noch im kranken Mann Europas, so hieß Deutschland mal in den 80ern, groß geworden. Und seit den 90ern Bürger eines Landes, das sich Wirtschaftssupermacht nennt, Exportweltmeister. Wir können, was andere längst nicht mehr können. Wir schnüren Hilfspakete, wir helfen, wir richten Intensivbetten ein. Und dann dauert 3 Monate ein Lockdown und plötzlich ist alles, was da so sicher und gut stand, plötzlich vom Einsturz bedroht. Und jetzt schon wieder. Die ersten drehen durch. Und ich kann es verstehen. Wenn meine Existenz daran hängen würde, ich kann es verstehen. Dass die Folgen, dass wir zu Hause bleiben, eben ist, andere verdienen kein Geld und haben trotzdem ihre Kosten. Ich kann es verstehen. Da bricht was zusammen. Und die Frage, was trägt die Wirtschaft? Unser großes Fundament, unsere Stärke ist die Solidarität, der Zusammenhalt, die Familien, die Freunde. Das ist es doch. Und haben wir das nicht gefeiert? Auf den Balkonen, jene Wertschätzung des Applaus für die, die in dieser Zeit für uns arbeiten und durchhalten. Wie brüchig die Firnis des Bürgerlichen doch sein kann. Neulich auf dem Markt, da sagt einer zum anderen: Du, deine Nase ist frei. Oh, wow, wow. Wer wissen will, wie der Mensch auch sein kann, gehe am Samstag auf den Oldesloher Markt. Lassen Sie doch einfach mal den Mund-Nasen-Schutz weg. Nein, nein, tun Sie es nicht, das ist ironisch gemeint. Dann erleben Sie etwas. Oder sprechen Sie jemand anders drauf an. Wenn Sie wissen wollen, wie großartig Solidarität funktioniert, lassen Sie es drauf ankommen. Und Sie merken, die ist gar nicht so fest. Unser Fundament, die Familie, ja. Auf jeden Fall, wenn Sie eine haben. Viele Menschen haben keine mehr. Gerade in diesen Zeiten des Lockdowns
sitzen viele Ältere, aber auch Jüngere alleine zu Hause. Trauen sich nicht raus oder dürfen nicht oder wollen nicht. Und es sind auch keine, die kommen. Neulich in den Nachrichten ein Bericht von einem Mann, dessen einziges Gespräch am Tag die Kassiererin an der Supermarktkasse ist. Und Sie können sich ja vorstellen, wie tiefgründig dieses Gespräch ist. Meine Eltern haben gesagt, lern was. Das ist ein Fundament. Das kann dir keiner nehmen. Das stimmt. Ich bin mit Goethe und Lessing groß geworden. Aber ich erlebe auch G8 und G9. Ich erlebe, wie im Moment die Schulen arbeiten und an den Schulen alles unsicher wird. Wieso geht es da, was in Restaurants nicht geht? Und wie soll es gehen? Keine Woche, in der nicht ein Konfirmand angerufen hat, als das noch ging, und sagte, ich kann nicht kommen. Wir sind gerade in Quarantäne. Das Fundament wackelt, der Turm wackelt. Was trägt? Meine Kirche, diese lutherische Kirche, die nun betroffen ist von Mindereinnahmen der Steuern. Ich habe keine Ahnung, wie es weitergeht. Ich sehe Zahlen, die mich erschrecken, und ich sehe, was das alles kostet. Klar, wir leben vom Geld der anderen und wir tun etwas damit. Und wir merken, wie auch dieses Fundament brüchig ist. Und es ist noch gar nicht lange her, das haben Sie auch mitbekommen, da hieß das, Pastorinnen und Pastoren werden zu wenig ausgebildet. In 10 Jahren reichen sie nicht mehr für all die Stellen. Umso mehr die Frage, und es ist nicht meine alleine, ich hoffe auch Ihre, was ist denn nun das Fundament? Worauf kannst du dich verlassen? Was trägt wirklich? Und dann lassen wir einen anderen zu Wort kommen, Martin Luther selber. Und wenn die Welt voll Teufel wäre und wollt uns gar verschlingen, so fürchten wir uns nicht so sehr. Es soll uns doch gelingen, der Fürst dieser Welt, wie sauer er sich stellt, tut er uns doch nicht. Das macht, er ist Gericht, ein Wörtlein kann ihn fällen. Trotzig, 1529 geschrieben, mag ich. So empfinde ich meine Kirche oft und so lese ich diesen Martin Luther. Christus, das Fundament. Dieser Glaubenssatz des Paulus in seiner Situation persönlicher Anfeindung in Korinth und dann durch die Zeiten weitergereicht, durch die Brille und das Leben des Reformators bis heute. Haben Sie sich mal gefragt, warum in unserer Kirche, aber auch in anderen Kirchen, die Darstellung von Jesu Leiden so breit und so tief geht? Und wenn Sie es noch nicht gesehen haben, nutzen Sie die Gelegenheit nach dem Gottesdienst. Kommen gerne einmal nach vorne und schauen sich die Heidrieder Altartafeln an. Da sieht man den Verrat des Judas, das Verhör, die Gefangennahme, Folterung, Schmähung, öffentliche Zuschaustellung und den Tod selbst. Das hängt nicht in der Kirche, weil wir Freude an der Gewalt haben, sondern damit klar ist, ein für alle Mal, unsere Kraft, unser Leben, unsere Stärke, unser Vermögen trägt letztlich nicht. Alles das, was wir darstellen, was wir sind, bricht unter diesem Druck zusammen. Selbst das Körperliche. Und dort, wo scheinbar selbstverständliche Sicherheiten brechen, bricht das Fundament nicht. Die Liebe Gottes, der menschgewordene Christus. Das erzählen diese Tafeln, damit sie auf der letzten die Auferstehung zeigen. Gottes unendliches Ja. Unverbrüchlich. Als Protestant ist man gern in der Versuchung, diesen Martin Luther Helden oder Heiligen zu nennen und ihn zu verklären. Und während ich das hier predige, merke ich auch, wie man immer wieder auf ihn kommt, diesen Heroen. Das Reformationsfest ist mitnichten ein Heiligenfest. Verklärung Luthers, wie vielleicht im deutschen Nationalismus, ist fehl am Platze. Aus heutiger Sicht müssen wir ihn durchaus kritisch sehen. Er war Antisemit, er war Rassist, er hat mit Sicherheit nicht mit Gendersternchen geschrieben. Aber wir müssen ihn als Menschen seiner Zeit verstehen. Dass er Antisemit war, das waren viele, leider. Wir haben den Holocaust im Nacken. Wir wissen, wie es sein kann.
dass es heute noch Antisemiten gibt. Das ist die große Schande. Er war Rassist, er war gegen die Türken, denn die standen vor Wien. Aber er war ein Kind seiner Zeit. Wir, die wir heute miteinander leben, über die Kulturen hinweg und uns unterscheiden, auch in einem Land. Wir stehen am Pranger, wenn es darum geht, dass Menschen wegen ihrer Hautfarbe oder ihrer Gesinnung verlacht oder gar bedroht werden. Er war sicherlich kein Feminist, dieser Luther, aber immerhin hat er geheiratet als Mönch eine Nonne. Wir müssen ihn in seiner Zeit verstehen. Genauso wie Menschen, die nach uns kommen werden, uns in unserer Zeit verstehen müssen. Heilige sind wir nicht. Aber wir sind die, die diese einfache Botschaft von Gottes Liebe von Generation zu Generation weiterreichen. Und Martin Luther war einer, der in seiner Generation und darüber hinaus dieses getan hat. Ich bin besorgt. Ich bin besorgt um unsere Kirche. Ich bin besorgt um unser Land. Ich sorge mich um die, die im Moment bedroht sind, weil ihre Türme brechen. Und ich bin besorgt, weil das auch mit mir passieren kann. Meine Gesundheit ist nicht unendlich. Mein familiäres Glück, es kann doch alles brechen. Wenn alles zusammenbricht, wenn dein eigenes Gebäude in Trümmer stürzt, was dann? Die Konfirmanden sind ja Bleach, ne? Da haben sie also diesen Turm gebaut und dann haben sie angefangen und gezogen. Und irgendwann, das ist das Spiel, bricht er zusammen. Aber das Fundament bleibt. Da bleibt das stehen, das bricht nicht zusammen. Und auf dem kann man neu aufbauen. Ein zweites, ein drittes Mal. Das ist das Besondere. Das Reformationsfest erinnert an dieses Fundament, das uns allen unter den Füßen, unter dem Leben steht. Und das heißt Christus. Jenseits unseres Tuns und Leistens, unseres Vermögens und Könnens. Es ist die Liebe, die wir hegen und die Liebe, die wir teilen. Die Liebe, von der wir uns tragen lassen. Und ja, die in unseren Familien, unseren Freunden immer wieder aufblüht. Diese Liebe Gottes trägt selbst über den Tod hinaus. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Welcher ist Jesus Christus? Und der Friede unseres Gottes, größer als unsere Macht und unser Tun, bewahre Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.
Der Gemeinde ist Folgendes bekannt zu geben. Die heutige Kollekte ist bestimmt für das Projekt Planspiel Reformation. Für einen Tag, ein Wochenende oder eine Projektwoche in der Schule können Teilnehmer von 14 bis 70 Jahren am Spiel teilnehmen und in die Vergangenheit, in die Zeit der Reformation reisen. Sie können dabei in Gruppen die Fraktionen des Papstes, der Reformatoren, der Bauern und verschiedener politischer Mächte Europas des 16. Jahrhunderts übernehmen und interaktiv die Zeit der Reformation nachspielen. Dabei erfährt man viel über die Menschen und die Situation der damaligen Zeit. Dieses Planspiel Reformation ist von Pastor Carsten Baden-Rühlmann vor 20 Jahren entwickelt worden und ein Projekt des evangelischen Bildungswerkes Plön-Segeberg. Die Kollekte wird erbeten, um die Durchführung, die Kosten und die Ausstattung des Projektes mitzutragen. Ich darf einladen zu den Gottesdiensten am morgigen Sonntag, dem 21. Sonntag nach dem Trinitatisfest, 1. November. Hier in der Peter-Paul-Kirche ist um 10 Uhr Gottesdienst und in der Christuskirche ist um 9.30 Uhr Gottesdienst. Heute Abend öffnet die Peter-Paul-Kirche noch einmal, das heißt, sie bleibt auch am Tage offen für Menschen, die hier reingehen möchten. Heute Abend gibt es zwei Konzerte. Sie haben das auch auf den Ablaufblättern draufstehen. Das erste Konzert heißt Von Schatten und von Licht oder Reformation beginnt im Kopf. Das zweite Konzert, Reformed Launch. Das zweite Konzert um 20 Uhr morgen Abend. Heute. Heute Abend, ja, heute, klar. Reformationsnacht. Es werden chillige Töne zu hören sein, entspannte Beats, ein Ambiente, in dem DJ Simon den richtigen Groove dann geben wird. Herzliche Einladung auch zu diesem Konzert. Bitte melden Sie sich vorher an. Die Platzzahl ist begrenzt und ohne vorherige Reservierung kein Eintritt möglich. Ein Hinweis für die Türchen des lebendigen Adventskalenders. Es gibt jetzt die Möglichkeit, sich wieder zu bewerben, um auch an diesem Jahr, in der Hoffnung, dass das so stattfinden kann, dann nachher im Dezember an den offenen Türchen teilzunehmen. Jeder kann daran teilnehmen und sich anmelden, im Garten, im Carport, eine kleine halbe Stunde anzubieten, wo Menschen, je nach den Bedingungen, die dann herrschen, in der Anzahl sich treffen können. Wer sich anmelden möchte, tue das bitte über das Familienzentrum oder bei Bianca Boschon-Stockdreher. Vorhin ist während der Predigt schon, vielen Dank, lieber Dieter M. Schark, für die Predigt, vorhin ist schon eingeladen worden, einmal hierher zu kommen, in den Altarraum nach dem Gottesdienst. Tun Sie es bitte unter der Beachtung der Hygieneregeln, insbesondere auch der Abstandsregeln. Und dann werden Sie hier zu meiner Rechten ein Buch sehen. Das ist groß und schwer, 4,3 Kilo, habe ich gelesen, ist es schwer. Ein Gemeindeglied hat diesen Schatz gefunden, ein Schatz wirklich, weil ganz alt, ein Zeichen aus der Reformationszeit. 1544 gedruckt und aufbewahrt und noch jetzt lesbar. Was steht drin? Es sind Predigthilfen von Martin Luther für junge Pastorinnen und Pastoren und manchmal dürfen selbst die Alten da reingucken. Hilft uns, denke ich, und vielen Dank, Frau Gräfin Kersenbrock, dass Sie dieses Buch hierher getragen haben und wir es angucken dürfen. Wir halten jetzt das Fürbittengebet. Dazu bitte ich, wenn es möglich ist, aufzustehen.
Gott, du schenkst Glauben, Glauben, der Berge versetzen kann. So lass es geschehen, dass dein Wort uns verändert. Dann können wir trösten. Dann können wir helfen und heilen. So bitten wir dich, erhöre uns. Gott, du schenkst Glauben. So lass es geschehen, dass dein Wort die Kirche erneuert. Dann kann sie zum Ort der Zuflucht werden, der Geborgenheit und des Zusammenhalts. Wir bitten dich, erhöre uns. Gott, du schenkst Glauben. So lass es geschehen, dass dein Wort in der Welt gehört wird. Dann werden die Rechte von Menschen geachtet, die Güter der Welt geteilt und die Erde bewahrt für zukünftige Generationen. Wir bitten dich, erhöre uns. Vieles bewegt uns in unserem Herzen. Manches mögen wir aussprechen, manches lieber im Stillen Gott sagen und ihn bitten. Und so lasst uns in der Stille zu Gott sprechen. Gott, wir bitten dich, erhöre uns. Und gemeinsam beten wir mit Jesu Worten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen.
die Zeit, die vor euch liegt. Die Zeit ist euch gegeben zum Beten und zum Tun des Gerechten. Seid stark im Glauben und versetzt Berge. Seid stark in der Liebe und wendet euch einander zu. Seid stark in der Hoffnung und lasst euch nicht zermürben. Gott segne euch und lasse euch zum Segen werden. Amen.